Ja. Einrichten Ihres Meetings bei Facebook Live. So. Ja, herzlich willkommen bei unserem Live-Talk bei der Wassersport Digital, der zweiten digitalen Tauch- und heute auch Kanu-Messe. Wir haben uns also zusammengetan, die Taucher und die Kanuten, um unsere Lieblingshobbys etwas zu beleuchten. Ich habe kurzfristig, sehr kurzfristig tatsächlich, den Nils Klüger von der Unterschrifteninitiative stopfinning.eu für einen kleinen Talk gewinnen können. Herzlichen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Hallo Nils. Hallo. Und ja, sag mal Nils, wir steigen direkt mal ein ins kalte bzw. frische Wasser. Eure Initiative, wo steht ihr da? Was ist das genau? Und wie ist da momentan so der Stand der Dinge? Es läuft ja schon eine Weile, so wie ich so gelesen habe, aber erzähl du mal selber so ein bisschen was drüber, bitte. Genau, wir sind eine europäische Bürgerinitiative, die das Ziel hat, den Handel mit Haiflossen in der EU. Und diese Initiative, die haben wir nicht alleine losgetreten. Da stehen zwar 15 Einzelpersonen dahinter, aber mittlerweile sind es europaweit über 100 Artenschutzorganisationen, die da mit dabei stehen. Und dann zusätzlich aus dem Wassersportbereich noch einige, viele Organisationen auch aus dem Tauchen, die jetzt nicht unbedingt Umweltschutz sind. Auch in der Presse werden wir mal ganz positiv begleitet. Wir glauben auch, dass wir die richtige Forderung haben, weil der Handel mit Haiflossen in der EU ist wirklich immer noch ein riesiges Problem. Und dafür haben wir jetzt eben bis zum 31. Januar nächsten Jahres Zeit, 1 Million Unterschriften zusammenzubekommen. Das ist das vorgegebene Ziel, das die EU für eine europäische Bürgerinitiative setzt, damit sich die EU-Politiker damit befassen müssen. Und jetzt komme ich auch schon zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich zeige euch das einfach mal. Es haben schon 415.000 Menschen für unsere Forderung abgestimmt. Aber, und ich hoffe, ihr seht jetzt den richtigen Bildschirm. Das müsste eigentlich sein. Der Bildschirm ist freigegeben. Wir sehen genau, dass noch 585.000, also etwas mehr als die Hälfte, brauchen wir noch. Brauchen wir noch, genau. Ja. Und das ist das Problem. Natürlich, Corona hat uns da nicht gerade in die Karten gespielt. Viele Menschen haben gerade echt andere Themen und das ist auch total verständlich. Aber trotzdem ist so eine europäische Bürgerinitiative auch für uns als Bürger so eine Once-in-a-Lifetime-Chance, der Politik ganz deutlich zu sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Und das ist eben auch, wir sagen immer, mehr als eine Petition. Eine europäische Bürgerinitiative ist ein offizielles Instrument der EU-Kommission. Das heißt, die haben sich das Instrument geschaffen, um den Bürgern eine Stimme zu geben. Jetzt müssen wir es auch nutzen. Ja, es ist also so eine Art, man hat jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, direkte Demokratie zu leben, weil es eben, wie du schon sagst, nicht einfach nur eine Unterschriften-Sammelaktion, klassische Petition und ich bin dann irgendwie, habe so ein bisschen meinen Gewissen bereinigt, sondern hier kann man wirklich als europäischer Bürger darauf Einfluss nehmen, dass eine Gesetzesinitiative zumindest besprochen wird und sich damit irgendwie auf einer politischen Ebene auseinandergesetzt werden muss. Also sobald diese 1 Million Votes zusammengekommen sind, müssen die Politiker sich zusammensetzen und eben dieses doch sehr gravierende Problem in der Europäischen Union zu behandeln. Und man denkt immer so, ja, Haifischflossenhandel, das machen irgendwie die Asiaten, das ist irgendwie alles nur so ein asiatisches Ding, ist aber Pustekuchen. Wir hängen als EU da genauso mit drin. Vielleicht hast du da noch mal ein paar harte Zahlen und Fakten dazu, wie sehr wir denn da drin hängen. Ja, wir hängen tatsächlich richtig, richtig dick im Geschäft. Und die Frage ist immer, welches Geschäft? Ich kriege immer die Frage nach, ja, wie viele Millionen Haie sind das denn jetzt? Wenn es so einfach wäre, dann würde ich immer schöne nackte Zahlen auflegen, euch jetzt ein schönes Chart zeigen. Das Problem ist, wir wissen, was offiziell in der EU läuft. Wir wissen überhaupt nicht, was inoffiziell läuft und was durch die EU durchgeht, also was also Transitverfahren angeht. Da wissen wir überhaupt nichts. Und
Wir kriegen immer nur die Schlaglichter, wenn mal wieder irgendwo am Zoll eine Flossenlieferung aufgehalten wurde, weil vermeintlich geschützte Arten drin sind. Dann macht man eine riesige Überprüfung, stellt fest, ah, doch irgendwas drin, was geschützt war. Und das passiert relativ häufig, aber konkrete Zahlen hat man da nicht. Was wir zu den legalen Sachen wissen, ist, seit 2013 ist das Finning, also das Abschneiden der Flossen und dann den Hai über Bord werfen, damit man den Frachtraum mit Flossen voll machen kann, das ist offiziell verboten. Nun gibt es leider in Anführungsstrichen nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich Überwachung dieser Schiffe, will da auch niemandem unterstellen, dass trotzdem gefinnt wird. Aber das, was wir an den offiziellen Zahlen sehen können, das, was man sich erhofft hat, dass in Europa dann weniger Haie gefangen werden, das ist einfach nicht passiert. 2013 ist das Verbot in Kraft gesetzt worden. Beim meistgefangenen Hai, dem Blauhai, haben wir 2016 bereits wieder die Fangzahlen von 2013 erreicht. Das heißt, man hat einfach Workarounds gefunden und es gibt die Berichte einfach. Es ist schlichtweg ein Markt für Haifleisch entstanden, der vorher nicht da war. Das kann ja nicht die Lösung sein. Genau. Die Frage ist natürlich, ist das Fleisch, was da verkauft wird, oder sind es die Flossen, die dann da letztendlich gehandelt werden? Also ne, letztendlich ist ja wurscht, was da gehandelt wird. Fakt ist, es werden zu viele Haie rausgeholt und das Problem ist das Finning hinten dran. Was könnte denn jetzt deiner Meinung nach so eine EU-Initiative bewirken? Also was könnten die Politiker denn machen? Was wäre denn in ihrer Macht? Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und wir mussten ja mit unserem Vorschlag für die Bürgerinitiative auch bei der Politik antreten. Und unsere Forderung ist einfach ganz klar und hart. Wir beenden den Haiflossenhandel in der EU. Immer dann, wenn Flossen auftauchen, muss es illegal sein. Das entbindet dann den Zoll, davon zu kontrollieren, ist das jetzt eine geschützte Art oder nicht. Es kann nicht mehr gefragt, oder die Frage kann nicht mehr sein, ist diese Flosse illegal durch Finning gewonnen worden oder legal durch Fischerei und man hat einen Weg gefunden, den Hai zu verwerten. Es muss eigentlich die Regel lauten, wir wollen keine Haie jagen für ihre Flossen. Das muss die Aussage sein. Und das kann für uns nur gehen, indem man den Handel mit Haiflossen komplett unterbindet in der EU. Ja. Und wer sind denn so nach euren Recherchen, Meinungen, wer sind denn so die Hauptprofiteure von dem Haifischflossenhandel in der EU? Wo sitzen die? Was sind das für Unternehmen? Also Unternehmen will ich jetzt gar nicht einzelne nennen. Die findet man relativ leicht durch eine Internetrecherche, aber das wäre jetzt hier auch ein bisschen viel des Guten. Und ehrlich gesagt nimmt man dann ja auch den Leuten irgendwie die Möglichkeit umzukehren. Es lässt sich gut auf Länder reduzieren. Den größten Fang von Haien nehmen in Europa Spanien, Portugal und Frankreich vor. Frankreich muss man jetzt mit Abstrichen so gut halten, dass es auch tatsächlich einen heimischen Markt für Haifleisch gibt. Versteht keiner von uns, aber ist so. Aber mit diesen drei Ländern sind drei Länder in den Top 20 Haifangnationen weltweit. Und das kann eigentlich als Europa nicht sein. Wir kriegen auch sehr oft die Meinung zurückgespiegelt, ja, aber konsumiert wird das Ganze in Asien. Das halte ich ein bisschen für eine falsche Diskussion. Man muss bei der eigenen Verantwortung ansetzen. Und wenn man selber aus der EU heraus diesen Markt bedient, dann kann man nicht nach Asien vorwurfsvoll mit dem Finger zeigen. Da müssen wir uns jetzt echt an der eigenen Nase packen und sagen, nein, wir wollen erstmal unsere Haustüre sauber machen. Wir wollen das Geschäft nicht mehr bedienen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also man kann ja nicht, wenn das bei uns passiert und wir da einen Markt bedienen, kann man ja nicht den Markt alleine dafür verantwortlich machen, weil nur weil da irgendjemand das dann vielleicht kein Hai in den Mengen mehr kaufen möchte, werden wir trotzdem als EU, als Verursacher ja trotzdem, müssen wir uns da eine eigene Nase fassen. Also da habt ihr absolut recht. Man kann natürlich mal, also so die kritische Frage, die man natürlich auch mal stellen kann, ist denn so ein Verbot sinnvoll? Also wenn Dinge verboten werden, dann findet es meistens irgendwo ein Schwarzmarkt-Shift statt in irgendeiner Form. Also man müsste sowas ja auch sehr streng kontrollieren, so ein Verbot, damit das wirklich auch durchgesetzt werden könnte.
Das ist auch bei der jetzigen Regelung schon das Problem, aber es kann dann nur besser werden, weil die Regelung an sich dann einfacher wird und auch leichter durchzusetzen. Jetzt ist es so, sobald ich Flossen irgendwo finde, muss ich mir aufwendig überlegen, bin ich der Meinung, das sind geschützte Arten? Wenn nicht, ist es sowieso erlaubt. Dann habe ich sowieso ein Problem, da ranzukommen. Und deswegen wäre es aus unserer Sicht einfach sinnvoll, eine Regelung zu schaffen, die klar ist. Flosse ist da, wird gehandelt, das muss illegal sein. Heute ist es so, Flosse ist da, könnte illegal sein, könnte nicht. Jetzt kann ich die Fracht aufhalten, kann das aufwendig über DNA-Verfahren feststellen lassen. Ist da eine geschützte Art drunter? Wenn ja, dann zahlt der Händler, der das transportiert hat. Wenn nein, habe ich Pech gehabt, dann habe ich als Staat sogar noch Regressforderungen. Klammer auf, jetzt überlegt euch mal, wie oft hält so ein Zöllner das dann auf, weil er jetzt Fachmann für Haifisch ist und weiß, ob das vielleicht eine geschützte Art ist. Also den Fall, den ich von 2018 kenne, da musste man tatsächlich Experten zu Rate ziehen, um erstmal rauszufinden, ob da geschützte Arten dabei waren. Das hat einfach Zeit und Geld gekostet. Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Das würde das deutlich vereinfachen und auch verallgemeinern in irgendeiner Form. Wie schwer war es denn jetzt eigentlich für euch so eine europaweite Initiative ins Leben zu rufen? Ich meine, stopfinning.eu klingt groß, klingt super. Wie aufwendig war das? Ja, tatsächlich im Aufsetzen selber jetzt mal gar nicht so sehr. Weil wir einfach auch gute unterstützende Organisationen hatten. Ne? Ich selber komm aus Shark Project heraus. Dort ist man bestens europaweit vernetzt. Wir haben sehr schnell andere Organisationen gefunden in Spanien, in Italien, in Belgien, in Frankreich. Wir haben auch mit Sea Shepherd Global, mit Alex Cornelison, dem CEO von Sea Shepherd, eine riesen Person gefunden, die gesagt hat, ja, das ist die richtige Idee, da müssen wir rein. Durch das Netzwerk war es dann relativ schnell so, dass man zumindest mal erstmal das Grundgerüst stehen hatte von so einer Initiative. Die Herausforderung ist dann tatsächlich, dass das Campaignen, überlegt mal, wir haben angefangen, unsere Initiative startete im Februar 2020. Kurz mal alle den Rewind-Knopf drücken. Ich selber bin im Januar 2020 noch nach Australien geflogen mit meiner jungen Familie und habe dort einen wunderschönen Monat verbracht. Und als ich zurückgekommen bin, war 3 Wochen später, irgendwann im Februar, die Welt eine andere. Ja. Und das war wirklich hart, diesen Hebel umzulegen von einer Planung, die auf Festivals gehen wollte, auch mit euch, der Wassersport-Community, zusammen Messen machen wollte, Veranstaltungen, Ocean-Film-Touren, wo auch immer wir überall europaweit gedacht haben, dass wir dabei sind. Alles das gab es dann nicht mehr. Das war die richtige Herausforderung, den Hebel da umzulegen und die Leute online zu erwischen, die teilweise wirklich auch ja, Existenzsorgen hatten. Ne? Ja, klar. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben alle irgendwie mehr Zeit, aber die auch deutlich mehr Sorgen. Und das ist vollkommen richtig. Ja, man kann leider so im Nachgang so ein bisschen gucken, dass es vom Timing her ein bisschen doof war so. Aber das weiß man im Nachhinein, ist man immer schlauer. Das ist natürlich in der Situation überhaupt nicht mit einzukalkulieren gewesen. Wie kommt er denn jetzt noch an die 585 oder 535.000, was da noch so stand? Also da muss ja jetzt noch ein bisschen was passieren. Die Zeit läuft jetzt so ein bisschen davon und jetzt drängt es langsam so, sage ich mal. Also jetzt gerade sieht man uns in ganz Europa auf den Straßen. Wir haben jetzt heute 15 Events laufen. Paris, in Barcelona, in Lissabon. Wir sind in Dublin auf der Straße, wir sind in Berlin, morgen bin ich selber in München auf der Straße. Wir versuchen jetzt natürlich alles auch nochmal die Aufmerksamkeit in Anführungsstrichen zu bekommen auf dieses Thema und haben da wirklich auch in den letzten Tagen und Wochen eine gute Resonanz bekommen. Und merken, dass wir Aufmerksamkeit kriegen. Ne? Ihr könnt auch selber gerne die Augen aufhalten oder uns auch anschreiben, wenn ihr euch an der Kampagne
bis Montag noch beteiligen wollt, diese 50-Tage-Kampagne, da zeige ich euch jetzt gerade auch noch mal so ein paar Ausschnittspostings, die wir vorbereitet haben, die könnt ihr so auch sofort bekommen und könnt euch an der Kampagne beteiligen, wenn ihr jetzt selber auf Social Media unterwegs seid und eine gute Follower-Base habt. Und das Zweite ist, was wir ganz, ganz klar sehen, ist, dass auch große Accounts jetzt gerade aufwachen. Also wir haben ja, ich habe ja gesagt, ne, wir haben 100 NGOs oder über 100 NGOs, wir haben im Tauchsport große Organisationen mit dabei, ohne dass ich jetzt die nennen will, die noch nicht dabei sind. Guckt vielleicht einfach mal online, ne, ob eure Tauchorganisation des Vertrauens da dabei ist und wenn nicht, dann helft ihr vielleicht doch da mit dabei zu sein. Unbedingt. Also auch alle anderen Wassersportler, ne, sehr, sehr gerne, macht da mit, helft uns, das noch drüber zu bringen. Und dann beteiligt euch an solchen Kampagnen. Jetzt, nächsten Tage, läuft die 50-Days-Kampagne. Und dann werden wir natürlich wirklich mit jeden 10 Tagen, die es weniger werden, weiter ins Kampagnen machen, online eintreten. Haben auch noch ein paar Aktionen vorbereitet. Das Entscheidende ist aber wirklich, jetzt kommen die großen Accounts mit rein. Ne? Also wer Sharkwater angeguckt hat, das Team ist mittlerweile an Bord. Wir haben große Instagram-Accounts mit 2-3 Millionen Followern, die aufgesprungen sind. Auch Sea Shepherd fährt eine riesengroße Kampagne. Wer den Kanälen folgt, der merkt es auch, dass die Kollegen da alles geben. Ich glaube, Alex ist auch mittlerweile mit Live-Talks zu unserem Thema. Das ist gut. Wir kriegen jetzt gerade den Drive rein und man sieht es auch, die Stimmen fangen an zu purzeln. Und mir ist ehrlich gesagt auch noch nicht bange, weil während wir aufgehört haben, habe ich 2 andere europäische Bürgerinitiativen enden sehen. Die eine hieß Save Bees and Farmers und die andere hieß End the Cage Age. Da ging es um Käfighaltung. Beide hatten einen Monat vor Ende genau, ziemlich genau die Hälfte der Stimmen. Und das heißt, der Endspurt ist nochmal so richtig wertvoll und wichtig und da kann man nochmal so richtig Gas geben. Und genau, da brauchen wir aber auch Hilfe. Ne? Jetzt müssen wir die Leute zum Aufwachen bringen und zeigen, Achtung, jetzt wird es eng. Wir müssen das jetzt wirklich schaffen. Und es ist nicht einfach nur irgendwie eine Petition, sondern es ist wirklich eine Chance, hier was politisch zu verändern. Weil wenn wir die Million schaffen, muss die Politik sich mit der Forderung auseinandersetzen. Ja. Ja, also ich habe auch so das Gefühl, ich betrachte eure Initiative ja schon seit längerem, habe da auch schon, wie gesagt, habe zum Vorgespräch auch schon erzählt, dass ich da sehr aktiv auch in meinem engsten Bekanntenkreis, in meinem weiteren Bekanntenkreis, also überall die Werbetrommel rühre, dass doch jeder sich doch bitte daran beteiligen sollte, solle, müsse auf jeden Fall. Und war auch total beeindruckt, wie eure Zahlen in den letzten Monaten auch gestiegen sind. Also es war, als ich das letzte Mal vor 1,5 Monaten geguckt habe, war da irgendwo bei 280, 290.000 oder knapp 300, irgendwie sowas in der Richtung. Und es ist jetzt, also innerhalb von ja, guten 4 Wochen, ist es schon deutlich mehr geworden. Und man sieht, es nimmt so ein bisschen Fahrt auf. Und deswegen, ja, ganz, ganz wichtig, dass das jetzt bis zum Ende noch weitergeführt wird. Und ich meine, ich glaube, die Menschen, mit denen wir so im direkten Kontakt sind, die Taucher, die Wassersportler, Kanuten, die sind sich dieses Themas natürlich sehr bewusst und die erreicht man natürlich auch schnell. Ich glaube, was jetzt auch wichtig ist, ist, dass so ein bisschen darüber hinausgeht. Deshalb freut es mich natürlich sehr, dass ihr große Social-Media-Accounts gewonnen habt, um darüber noch mehr Reichweite zu generieren, um eben eurer Sache da noch mehr Gewicht zu verleihen und das auch immer in andere Schichten reinzutragen, weil ich meine, wie viele Leute wohnen in Europa? 500 Millionen roundabout irgendwie und da wird man ja wohl mal 1 Million von aktivieren können, dass die sich dieses doch so wichtigen Themas irgendwie bewusst werden. Ja, absolut. Du sagtest, du kamst vorher von Shark Project und hattest dich natürlich damit mit der Materie schon länger befasst. Wie sieht es bei den anderen, anderen Europäern aus? Die kamen auch alle irgendwo aus so einer Ecke? Oder wie ist so der Background von der ganzen Initiative? Ja, ganz, ganz gute Frage. Wir sind tatsächlich irrsinnig breit aufgestellt als Initiative. Also wir sind 15 Leute gewesen im Bürgerkomitee. Das ist quasi die Gründungsorganisation. Das müssen Einzelpersonen sein. Die kommen aus allen möglichen Bereichen, sage ich jetzt mal,
Und da haben wir eben auch wirklich auch Meeresbiologen, auch Wissenschaftler dabei, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und gesagt haben, ja, eigentlich, wir kommen zu keiner anderen Lösung in dem Thema. Wir haben die Umweltaktivisten, so wie mich. Wir haben aber tatsächlich auch jüngere Kollegen, Studenten mit reingenommen. Wir haben versucht, es einfach so breit wie möglich zu machen. Das sieht man jetzt auch an unserer Supporter-List, wer sich das mal angucken mag. Ne, ich habe eben schon darauf hingewiesen, wenn ihr meint, da fehlt noch jemand, dann guckt einfach mal bei uns auf der Webseite stop-finning-eu.org oder nur.eu, das ist egal, das funktioniert beides. Da guckt einfach mal drauf, da werdet ihr eine illustre Liste finden von Parteiorganisationen bis hin zu Umweltorganisationen, aber auch ganz normale Firmen, die da mitmachen. Und wenn eure nicht dabei ist, dann überzeugt die mal ganz schnell. Ja, das ist ja auch wirklich nicht schwierig. Also ist ja, die Teilnahme ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Also man unterschreibt jetzt auch nicht ein Jamba-Spar-Abo an der Stelle, wer das noch kennt, so, sondern da geht es ja wirklich um was Seriöses. Und das kann man wirklich, also ich war auch schwer beeindruckt an der Liste, was da alles an Firmen und wer da alles schon mit dabei ist. Auch eben nicht, sag mal, in Anführungsstrichen die üblichen Verdächtigen, sondern das Ding ist breit und groß und da lohnt es sich unbedingt dabei zu sein. Definitiv. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dieses Problem des Haifischflossenfangs. Du sagtest vorhin, was mich noch so ein bisschen interessiert hat, jetzt nochmal so ein kleines bisschen zurück, rewind, es geht auch relativ viel durch die EU durch. Woher kommt das? Oder ist das einfach Container, die verschifft werden, was ist da so der Hintergrund? Fand ich irgendwie so, ist mir nicht so richtig klar selber. Also weltweit muss man sagen, dass das Ziel eigentlich, und davon kennen wir ja ganz, ganz viele Bilder auch, von solchen Haifischflossenlieferungen ist Hongkong. Da geht es letztlich hin, ne? Da wird das dann getrocknet und dann auf dem asiatischen Markt vertrieben. Und Europa ist einfach ein Transit-Hub. Ne? Das sind die bekannten, also zum einen die bekannten Flughäfen und zum anderen die bekannten Containerhäfen. Und da geht das Zeug durch. Und das kommt zum Teil aus Südamerika, zum Teil auch aus Afrika und geht eben durch die EU durch und dann weiter in Richtung Hongkong. Sehr häufig übrigens bei Flossen, weil verderbliche Ware ist tatsächlich auch Luftfracht. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch noch eine Kampagne, die Airlines auffordert, keine Flossen mehr zu transportieren, die heißt Fly Without Fins, kann man sich auch gerne mal angucken, kann man die Airline seines Vertrauens auch anschreiben, zu sagen, nee, ich möchte bitte nicht, dass ihr noch Flossen fliegt, weil sonst möchte ich nicht mehr mit euch fliegen. Ja, ist sicherlich auch ein wichtiger Ansatz, klar, macht natürlich total Sinn so, dass das Zeug vergammelt, wenn man das jetzt irgendwie 3 Monate im Container lässt und das muss halt schnell durch und vollkommen richtig. Wir sind auch gleich schon am Ende unseres Live-Talks. Was hast du morgen vor? Weil du sagtest, du bist morgen selber bei einer Kampagne in München unterwegs. Was macht er da genau auf der Straße? Also wir haben jetzt unter dem Motto eben 50 Days Left in 15 europäischen Standorten, hauptsächlich Hauptstädte, aber München liegt halt für mich einfach nahe und ist groß genug, als dass es in Europa auch noch jemand kennt, unsere Aktivisten aufgerufen, erstmal irgendwas zu machen. Und ich sehe es gerade in unseren Reports und Berichten und Fotos, die da so reinkommen. Das ist total spannend, was die Kollegen da machen, vom einfachen Stand bis hin zur Schülerdemo oder der aufgetafelten Haiflossensuppe, wo dann eben jemand im feinen Anzug am Tisch sitzt und so eine Suppe aufgetischt bekommt, symbolisch, ne? Keine echte, natürlich nicht. Und es geht darum, einfach nochmal zum Ende dieser Initiative zu zeigen, wir sind wirklich in ganz Europa und wir sind in ganz Europa auch unterwegs. Von Paris, Lyon, Barcelona, Lissabon. Und was mich ganz persönlich echt freut an diesen Aktionen, und auch an den Stimmen, wir sind auch in den Ländern stark, die wir hier in Anführungsstrichen verantwortlich machen. Auch die Bürger in diesen Ländern, Portugal hat schon die Mindeststimmzahl erreicht, die man braucht, um als Land gezählt zu werden.
Spanien ist kurz davor. Frankreich ist schon weit drüber. Die schießen, glaube ich, schon auf 200% der Mindeststimmenzahl hin. Das ist einfach stark und das ist toll, diese Veranstaltung zu sehen. Und guck da gerne auch auf unsere Social Media Kanäle die nächsten Tage. Da gibt es mit Sicherheit was zu teilen, womit man seiner Community auch nochmal zeigen kann: Hey, guck mal, die sind wirklich in ganz Europa unterwegs, das ist wirklich wichtig. Ja, sehr respektabel. Ja, das finde ich interessant, dass du das so erwähnst mit Frankreich, Spanien, Portugal, dass die da wirklich auch schon so stark unterwegs sind. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Wie weit sind wir denn da, so wenn wir uns mal hier an der eigenen Nase fassen? Ja, wir sind auch gut unterwegs. Man muss immer eine Sache sagen zu diesen Stimmenzahlen und Mindeststimmenzahlen. Das sieht man auch auf der Seite der EU. Wenn man da drauf geht, ich kann das gerade mal direkt live machen, damit ja auch jeder mal sieht, wie das aussieht. Ja, dann geht man da drauf und kommt erstmal auf so eine, wenn man von unserer Webseite abspringt oder wenn man den Link irgendwie von der Partnerorganisation direkt bekommen hat, dann kommt man auf so eine langweilige Webseitenmaske. Wo man dann hier die Nationalität auswählen kann und seine Stimme abgeben kann. In einigen Ländern, vielleicht ist auch ein bisschen internationales Publikum dabei, ist das tatsächlich erforderlich, dass man hier die Passnummer abgibt. Das liegt daran, dass die Landesbehörden wirklich jede einzelne Stimme verifizieren müssen. Das ist ein bisschen wie wählen gehen, ehrlich gesagt. In Deutschland hat man sich anders entschieden. Man macht das übers Melderegister. Da reicht dann Geburtsdatum und Adresse, um als Stimme gezählt zu werden. Aber wenn man hier runter geht, sieht man auch so eine Prozentzahl und wo steht jedes Land. Davon bitte auch nicht irritieren lassen, weil wenn man auf Deutschland geht, sieht man, ne, 146% der Stimmen, 105.000 Stimmen eingegangen. Und damit höre ich ganz, ganz häufig: Ja, wir Deutschen haben doch unser Ziel schon erreicht. Nö, haben Jetzt wir alles. lass doch mal, jetzt müssen doch mal die anderen. Ja. Ehrlich gesagt, richtig, richtig falsch. Und bin auch schon bei der EU-Kommission angetreten, weil das Quatsch ist, diese Darstellung. Zwei Regeln für eine EU-Bürgerinitiative. Mindestens 7 Länder müssen diese Mindeststimmen erfüllen und insgesamt brauchen wir 100.000 Stimmen. Die Mindeststimmenzahlen sind aber so niedrig, wenn alle EU-Länder ihre Mindeststimmen erfüllen, dann liegen wir bei 500.000 und verfehlen das Ziel. Heißt also, es ist totaler Quatsch. Die Mindeststimmen Ja. zählen überhaupt nicht, die bringen gar nicht. Und die 7 Länder, darüber braucht sich auch jetzt keiner einen Kopf machen, die schaffen wir. Ich habe es eben gesagt, ne? Spanien steht kurz davor. Italien steht kurz davor, Niederlande steht kurz davor, Österreich steht kurz davor und 5 haben wir schon. Wir werden wahrscheinlich bei 9 oder 10 rauskommen. Die sind aber egal, die Länder, weil wir die 7 erfüllen, geht es jetzt wirklich nur noch um die Millionen. Also jede verdammte Nein. Stimme zählt. Ja, die Mille ist das Wichtige. Alles andere ist, also ist nice to have, aber das bringt erstmal gar nichts, sondern die Mille muss her sozusagen. Die muss her und alles andere zählt erstmal nicht. Und jetzt sind wir bei 416.000, werden wir geredet haben. Das sind schon mal 1.000er mehr. Na, guck mal. Dann mach doch mal weiter. Ja, in dem Halbstundentakt, in einer halben Stunde 1.000 Leute und dann So kann das gehen. Das wäre kann das schön. weitergehen, ja. Ja, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Für die Einblicke in eure Arbeit, in eure Initiative. Ich bin sehr froh, dass es euch gibt und drücke euch die Daumen und hoffe wirklich, dass wir gemeinsam dieses Problem in Europa etwas abschwächen können. Also man darf sich natürlich, glaube ich, auch nicht der Illusion hingeben, dass man das auf kurz oder lang alles stoppen wird. Aber man kann natürlich seinen wichtigen Beitrag dazu leisten und es einfach auch ins Bewusstsein der Menschen holen und die Politik entsprechend einfach versuchen, in seinem Rahmen der Möglichkeiten zu beeinflussen. Darf ich noch ganz kurz dazu, weil es ein ganz wichtiger Punkt. In den vergangenen Initiativen ist sehr, sehr häufig, ich kenne keinen einzigen Fall, ehrlich gesagt, ist da kein Gesetz bei rausgekommen. Also hier ist wirklich eine Chance, was zu verändern. Helft uns einfach, wir müssen da drüber kommen. Ja, und wie du an deinen Fällen, die du beschrieben hast, ist ja offensichtlicher Handlungsbedarf, weil was bringt die Unsicherheit den Zöllnern und den kontrollierenden Behörden? Das macht halt alles nicht so wirklich Sinn. Da ist wirklich eine klare Richtlinie, eine klare Marschrichtung ist da schon sehr wünschenswert, damit dann wirklich auch gehandelt werden kann. Ganz richtig, ja. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg morgen in München. Drück euch die Daumen, dass das Wetter einerseits gut ist und ihr viele Leute dadurch erreicht, damit viele Leute einfach auf der Straße unterwegs sind und ihr da entsprechend agieren könnt.
Und das habe ich ganz vergessen, ne? Wer in der Region ist, 13 Uhr Karlsplatz Stachus. Einfach mal vorbeikommen und mitmachen. Ganz wichtig, habt ihr gehört? Auf geht's. Wer in München und Umgebung ist, morgen 13 Uhr gibt's was zu tun. Vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder, vielleicht auch Ende Januar, wenn das Ding erfolgreich war. Das wäre klasse. Ja, super. Dann noch einen schönen Tag und bis demnächst. Also, macht's gut. Danke. Tschüss.